freut mich sehr, dass ich heute in dem Land zu Ihnen sprechen darf, das die meisten Österreicher sehr bewundern. Und vor allem in demokratie- und neutralitätspolitischer Hinsicht auch beneiden. Danke dem Verein Impulswelle für diese Gelegenheit. Es ist für mich eine Labsal, mich wenigstens für kurze Zeit in einem EU-freien Land aufzuhalten und unter anderem dem unseligen Euro entfliehen zu können. Die heutige Themenstellung, die Sie mir gegeben haben, ja, ist sehr umfangreich und ich muss mich daher auf einige Punkte beschränken, die ich auch nur kurz anreißen kann. Aber was Sie näher interessiert, kann ja dann in der Diskussion noch vertieft werden. Vorausschicken möchte ich in meinen Ausführungen, dass ich unserer schönen Sprache keine Verhässlichung durch die Genderisierung aufzwinge und meine Zuhörer für intelligent genug halte, um auch ohne Binnen-I zu verstehen, dass man mit allgemeinen Begriffen wie Bürger, Österreicher, Europäer und so weiter nicht nur die Männer meint. So viel Selbstbewusstsein erlaube ich mir als Frau zu haben, die ihr von der Natur und der Schöpfung vorgegebenes Geschlecht niemals in Frage stellte. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Zunächst einige Worte zu mir selbst und der Initiative Heimat und Umwelt. Ich bin von Beruf Englischübersetzerin, übe meinen Beruf aber schon sehr lange nicht mehr aus, war 31 Jahre lang verheiratet, mein Mann ist leider schon verstorben, komme aus der Umweltbewegung an der Basis, war 10 Jahre lang gewählte Mandatarin der von mir gegründeten unabhängigen grünen Bürgerliste in meinem Wohnort Zeisselmauer in Niederösterreich, nordwestlich von Wien, und habe vor über 30 Jahren die überregionale unabhängige Arbeitsgemeinschaft Initiative Heimat und Umwelt, IHU, gegründet, deren Obfrau ich auch bin. Wir haben all die Jahre viel Aufklärungsarbeit zu den verschiedensten Themen geleistet, die im weitesten Sinn mit Heimat und Umwelt im Zusammenhang stehen. Daher war für uns von Anfang an klar, dass das politische Projekt Europäische Union, EU, sowohl die Erhaltung unserer Heimat als auch unserer Umwelt extrem bedroht. Und haben wir bereits den Beitritt Österreichs zu dieser EU vor 24 Jahren, so lange ist es leider schon her, mit großen Aktionen bekämpft. Nämlich 60 Großveranstaltungen quer durch Österreich und über 1 Million verschickter und verteilter Informationsblätter. Allerdings, angesichts der Übermacht der EU-Betreiber, die für ihre Werbekampagnen über 1 Milliarde Schilling zur Verfügung hatten, war unsere Arbeit nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es haben auch andere Initiativen damals dagegen gearbeitet, aber für die gilt eben Ähnliches. Ja, es war einfach ein unheimliches Ungleichgewicht. Wir als Initiative Heimat und Umwelt haben dann das Ergebnis der Volksabstimmung auch angefochten bei unserem Verfassungsgerichtshof. Dazu werde ich vielleicht dann später noch ein bisschen genaueres sagen. Oder ja, vielleicht machen wir es doch jetzt gleich. Ja. Es ist so, ja, es wurde den Bürgern nie mitgeteilt, dass der EU-Beitritt eine Gesamtänderung der österreichischen Bundesverfassung dargestellt hat oder darstellt, muss man eigentlich sagen. Ja. Und das ist eigentlich verfassungswidrig. Und diese einseitige Desinformationskampagne hat ein Übriges getan, um eine objektive Entscheidungsfindung der Bürger zu verhindern. Und diese beiden Hauptgründe hat ein Politologe, ein Universitätsprofessor, Dr. Erwin Bader, der Universität Wien, beim Verfassungsgerichtshof in einer also umfangreichen Anfechtungsschrift geltend gemacht. Es mussten dafür viele Unterschriften, behördlich bestätigte Unterschriften zur Unterstützung dieser Anfechtung gesammelt werden. Das haben wir als Initiative Heimat und Umwelt gemacht. War eine Heidenarbeit mitten im Sommer, ja, sehr knappe Frist nötig. Und es ist aber vom Verfassungsgerichtshof, wie ja leider zu erwarten war, eben abgewiesen worden. Ich sage aus machtpolitischen Gründen. Was auch traurig ist, dass das Recht sozusagen den Mächtigen untergeordnet wird.
Und seitdem wir eben der EU beigetreten wurden auf diese Weise, haben wir dann sofort mit der Arbeit am Austritt aus der EU begonnen. Ja, keine 5 Tage, nachdem der Beschluss im Parlament gefasst wurde, ja, damit sofort wieder der Widerstand sozusagen aufgebaut werden kann. Wir haben all die Jahre mit dieser Zielsetzung EU-Austritt auch sehr viel mit Herrn Professor Schachtschneider zusammengearbeitet. Ich glaube, der ist einigen von Ihnen vermutlich von den Zeitfragenkongressen her bekannt, der ein ausgewiesener Staatsrechts- und Wirtschaftsrechtsfachmann ist. Sie haben hier auch eine umfangreiche Broschüre von ihm, die können Sie vielleicht dann mit heimnehmen, wo er vor allem auch zur Währungsunion sehr viel sagt. Ja? Und erschütternd das im Grunde genommen sagt. Ja. Und wir haben die ganzen Jahre, jetzt sind wir eben 24 Jahre bei diesem unglücklichen Verein dabei, haben wir immer wieder große Infostandaktionen auf der Straße gemacht, quer durch die Bundesländer und viel mit den Bürgern gesprochen, Informationen verteilt, diskutiert, Broschüren herausgegeben und verfasst und unter anderem, ja, und natürlich auch Veranstaltungen, öffentliche gemacht, immer wieder eine Zeitung herausgegeben, die Wegwarte, da haben Sie hier die letzten 2 Ausgaben auch aufliegen, durch einen beträchtlichen Adressatenkreis. Und wir haben 2-mal ein bundesweites Volksbegehren gegen die EU organisiert und auch durchgeführt. Das war schwer genug, weil die Bedingungen in Österreich da ganz anders sind wie in Deutschland. Ja. In Österreich müssen die Bürger persönlich auf das Gemeindeamt das jeweilige geben und mit Ausweis und voller Angabe von Adresse vor den Beamten unterschreiben für ein Volksbegehren. Ja. Und da haben wir beim ersten Mal, das war im Jahr 2000, da haben wir verlangt die Neuaustragung der EU-Volksabstimmung mit dem Hintergedanken, könnte auch dann ein Nein zur EU herauskommen. Und da haben wir damals 194.000 behördlich bestätigte Unterschriften bekommen dafür. Und im Jahr 2015, im Juni 2015, haben wir dann ein volles EU-Austrittsvolksbegehren organisiert und durchgeführt. Und das haben dann 261.000 Bürger auf diese Weise unterschrieben. Trotzdem, bei uns, wir haben eben leider keine direkte Demokratie, trotzdem ist es zwar behandelt worden im Parlament, das muss es, aber es ist, hat eben keine Mehrheit gefunden. Aber es waren eben Widerstandsschritte und Mobilisierungsschritte. Heuer haben wir, die wir ja die ganzen Jahre unabhängig gearbeitet haben und nicht kandidieren wollten bei irgendwelchen Wahlen, heuer haben wir doch erstmals dann auch versucht, an Wahlen teilzunehmen. Und zwar im Mai bei der Wahl zum Europaparlament, also eigentlich EU-Parlament, und haben ganz knapp die nötige Unterschriftenzahl für den Antritt bei dieser Wahl verpasst. Also gemeinsam mit dem neutralen Freien Österreich war diese Kandidatur eine befreundete Gruppierung. Und dann haben wir noch versucht, bei den überfallsartig angesetzten Nationalratswahlen im Sommer, die ja gar nicht vorgesehen waren, die ja ganz kurzfristig angesetzt wurden, haben wir es dann auch versucht, als EU, zuerst als EU-Nein-Liste und dann als Exit-Liste, also Exit, Austritt aus der EU, analog zum Brexit, bitte hier, ja. Ja. Und auch da war es ähnlich, ja, da haben wir relativ knapp verpasst, es war ja mitten in der Urlaubszeit, in der Haupturlaubszeit die Unterschriftensammlung nötig und da haben wir es auch relativ knapp verpasst, den Antritt. Aber es sind das immer wieder Ereignisse, wo die Leute sehen, man bleibt dran, man ist konsequent, man gibt nicht nach und das hält einfach den Widerstand am Leben. Nur damit Sie so ungefähr wissen. Ja, ja, zwischenzeitlich vielleicht noch etwas. Ja. Wir haben bei der Bundespräsidentenwahl 2016, da war ja dann die Stichwahl zwischen dem Grünen Alexander Van der Bellen und dem freiheitlichen Norbert Hofer, haben wir den Norbert Hofer unterstützt, um eben den ganz massiven EU-Befürworter Van der Bellen also vielleicht aus dem Feld zu schlagen. Ja. Und Norbert Hofer hat diese Wahl auch sehr knapp verloren. Ja. War an sich aber ein großer Erfolg für die Freiheitliche Partei, weil ja diese Partei noch nie so viele Stimmen bekommen hat wie bei dieser Wahl. Ja. Nur in der Zwischenzeit leider kann man die Freiheitliche Partei aus unserer Sicht nicht mehr unterstützen, weil sie wesentliche Wahlversprechen gebrochen hat in der Zwischenzeit. Ja, nur dass Sie wissen, und jetzt sind wir wieder unabhängig und machen wieder unsere eigenen Aktionen. Jetzt zur Schweiz.
In Österreich hört und sieht man in den Medien sehr wenig von der Schweiz. Ich habe gestern im Vorgespräch gehört, das ist umgekehrt ähnlich. Ja. Obwohl wir doch Nachbarn sind und große Gemeinsamkeiten haben. Beide sind wir Hochgebirgsländer in der Mitte Europas. Größe und Bevölkerungszahl sind ähnlich. Ein beträchtlicher Teil der Schweizer, vermutlich auch die meisten von Ihnen hier, hat auch dieselbe Muttersprache wie die meisten Österreicher, nämlich Deutsch. Aber historisch und politisch gibt es große Unterschiede. Nach 600 Jahren absolutistischer Monarchie in Form der Habsburger Herrschaft ist die Demokratie bei uns vergleichsweise noch ganz neu. Die Schweiz als Willensnation, soweit ich informiert bin, praktiziert sie aber vom Prinzip her, siehe die offizielle Staatsbezeichnung Eidgenossenschaft, seit über 700 Jahren. Und sogar die direkte Demokratie gibt es in der Schweiz schon wesentlich länger, als bei uns überhaupt die leider nur repräsentative Demokratie an sich. Daraus erwuchsen folgende gravierende Unterschiede im politischen System. Soviel ich weiß, gibt es in der Schweiz praktisch keine Berufspolitiker, also Menschen, die ihren Lebensunterhalt, nicht selten das ganze Leben lang, ausschließlich aus der Politik und somit aus Steuergeldern finanzieren. Die meisten ihrer Politiker üben ihre Funktion neben einem Beruf aus, indem sie sich wirtschaftlich bewähren müssen. Fast alle unserer Politiker jedoch machen außer Politik nichts anderes, entfernen sich daher sehr weit vom Lebensalltag der normalen Bürger und sind dadurch viel anfälliger für alle möglichen offenen oder versteckten Verlockungen, die ihnen die Fortsetzung ihrer Spitzengehälter, Dienstwagen und sonstigen Vergünstigungen aus Steuergeldern im Vergleich zum gemeinen Volk sichern. Zusätzlich zur horrenden offiziellen Parteienfinanzierung auf Staatskosten, der höchsten in ganz Europa, sind etwa Großspenden im Ausmaß von mehreren Millionen Euro, muss man sich vorstellen, von Großunternehmen an politische Parteien in Österreich völlig üblich. Den Löwenanteil davon erhält seit Jahren die österreichische Volkspartei ÖVP, die sogenannten Schwarzen, die sich neuerdings in Türkis umfärbten, unter ihrem Vorsitzenden und voraussichtlich wie der nächsten Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ wiederum, die Roten, kann sich neben der offiziellen Parteienfinanzierung vor allem auf Zuwendungen der Arbeitnehmerorganisationen, Gewerkschaften und Arbeiterkammer stützen. So entstand seit 1945 im Wesentlichen ein Zwei-Parteien-System, das sich die Macht in allen Bereichen aufteilte. Es gibt rote und schwarze Alpenvereine, muss man sich vorstellen, ja, Autofahrerorganisationen, Jugend- und Pensionistenverbände und so weiter. Diese Machtaufteilung schlägt bis in die kleinsten Gemeinden durch und umfasst natürlich auch die Zuteilung der Arbeitsplätze im gesamten öffentlichen Bereich, bis hin zu den Beamten, Richtern, Lehrern, Universitäten und so weiter, bis hinunter zu den Putzfrauen. Auch die brauchen meist ein Parteibuch. Fast alle Regierungen seit 1945, bis auf zwei kurze Ausnahmen, wurden daher nur von SPÖ und oder ÖVP gebildet. Dazu kommt, dass die Zusammensetzung der jeweiligen Bundesregierung in Österreich eine viel größere machtpolitische Bedeutung hat als in der Willensnation Schweiz, dem einzigen Land der Welt mit einer echten, direkten Demokratie. Wenn die Bürger eines Staates das Recht haben, jederzeit Gesetzesbeschlüsse im Parlament und Regierungsentscheidungen auch über Staatsverträge durch von ihnen selbst herbeigeführte Volksabstimmungen wieder aufzuheben oder durch eine von den Bürgern herbeigeführte Volksabstimmung zu allen Sachthemen politische Entscheidungen de facto vorwegzunehmen, können Regierung und Parlament nicht mehr alles allein bestimmen wie bei uns. Davon können wir und die Bürger, ich glaube, aller Staaten der Welt nur träumen.
und am allerwenigsten kompatibel ist ein solches System mit einer Mitgliedschaft in der sogenannten Europäischen Union, der EU, oder einer so weitgehenden vertraglichen Bindung an die EU, wie sie bei Ihnen derzeit mit dem sogenannten Rahmenvertrag der Schweiz mit der EU geplant ist. Begrifflich ist noch ein Unterschied wichtig, nämlich die Bezeichnung Bundesrat. In der Schweiz wird damit das bezeichnet, was wir Regierung nennen, nämlich im Sinne der Gewaltenteilung die politische Exekutive, die leider in Österreich weitgehend den eigentlichen Gesetzgeber, nämlich das Parlament, die gewählte Volksvertretung durch den sogenannten Clubzwang de facto aushebelt und damit die Grundlage der Demokratie, die Gewaltenteilung, schon lange nicht mehr respektiert. Es gibt in Österreich auch einen Bundesrat, das ist bei uns die Länderkammer, also die Vertretung der Bundesländer, hat aber wenig, also praktische politische Bedeutung. Und auch die Machtaufteilung im Parlament, dem Nationalrat, unsere gesetzgebende Körperschaft, ist unterschiedlich. In der Schweiz sind alle Parteien ab einer gewissen Größenordnung in einer Regierung mit nur 7 Ministern vertreten und es gibt praktisch keine Opposition. Diese übt vielmehr das Volk direkt aus. In Österreich, wie den meisten anderen europäischen Staaten, haben die Oppositionsparteien, die nicht in der Regierung vertreten sind, praktisch keine Entscheidungsbefugnisse. Also bei uns liegt die ganze Macht bei den Regierungsparteien. Meistens sind das zwei, weil absolute Mehrheiten, sodass eine Partei allein die Regierung bildet, die gibt es jetzt schon lange nicht mehr. Das nächste, was wichtig ist zum Verständnis der Lage in Österreich, ist die Entstehungsgeschichte des EU-Beitritts. Den entscheidenden Antrag auf Vollmitgliedschaft Österreichs bei der Vorläuferorganisation der EU, der EG, der Europäischen Gemeinschaft, im österreichischen Parlament stellte 1987 die FPÖ, also die sogenannten Freiheitlichen unter Jörg Haider. Damals beschimpften deren Politiker noch die ÖVP, da diese gegen den Beitritt war. Die SPÖ, also die Sozialisten, war damals gegen den Beitritt wegen der Neutralität Österreichs. War ja richtig. 2 Jahre später, 1989, griffen die Mehrheitsparteien SPÖ und ÖVP gemeinsam den Antrag der Freiheitlichen auf und formulierten ihn in einen eigenen Antrag auf EG-Vollmitgliedschaft um, der dann vom Parlament auch beschlossen wurde. Das war der entscheidende Schritt. Vorausgegangen war dem ein Live-Interview des österreichischen Rundfunks ORF mit dem damaligen Generalsekretär der Industriellen Vereinigung Gretschi. In diesem wurde er gefragt, wie er denn als Chef der mächtigen Industriellen Vereinigung, die massiv für den EU-Beitritt wirbt, dazu stehe, dass sein Parteichef, der damalige Vizekanzler und Außenminister Alois Mopp, die Industriellen Vereinigung stand immer der ÖVP nahe, gegen den EU-Beitritt sei. Darauf antwortete Gretschi vor Millionen Zuhörern, ich habe das selbst gehört im Rundfunk, da wird eben wer den Stauffenberg spielen müssen. Wer es nicht weiß, das war der Hitler-Attentäter von 1944. Es handelte sich also um eine öffentlich ausgerichtete, unverhohlene Morddrohung. Wenig später war auch Mock und die ÖVP für den EG-Beitritt. Mock wurde dann später sogar zum glühenden Verfechter der EU. Nur damit uns bewusst bleibt, wie Politik tatsächlich läuft. Nicht erst seit Ibiza. Im Jahre 1992 wurde der Vertrag von Maastricht ratifiziert, mit dem die Wirtschaftsgemeinschaft EG in die politische Union EU inklusive Währungsunion, also dem Euro, umgewandelt wurde. Aus dem beantragten EG-Beitritt Österreichs wurde dadurch gleich der EU-Beitritt, über den eine zwingende Volksabstimmung erforderlich war, da diese eine Gesamtänderung der Bundesverfassung darstellte. In Klammern setze ich jetzt hinzu, Sie können sich das ja nicht so vorstellen, ja, in Österreich gab es seit 1945 nur 2 Volksabstimmungen.
Das muss man sich vorstellen, in über 70 Jahren. Ja. Die Abstimmungsfrage am 12. Juni 1994 lautete dabei wörtlich wie folgt. Soll der Gesetzesbeschluss des Nationalrates vom 5. Mai 1994 über das Bundesverfassungsgesetz über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union Gesetzeskraft erlangen? Ja oder nein? Das Ergebnis, ist ja bekannt, ja, war das Produkt einer noch nie dagewesenen manipulativen Propagandalawine größten Ausmaßes. Bei einer Abstimmungsbeteiligung von 82% stimmten 66,6% für den EU-Beitritt. Zur Veranschaulichung nur ein Beispiel von vielen falschen Versprechungen vor dem EU-Beitritt. Es hieß, der Schilling würde bleiben. Ja, seit 2002 haben wir den Euro. Wie geht es uns nun also als EU-Bürger wirklich? Das ist ja der eigentliche Titel meines Themas heute, das ich übrigens sehr bedauere, weil ich wollte ja nie EU-Bürgerin sein. Also, ich greife jetzt einige der Bereiche heraus, weil mehr würde ja zu lang dauern, die uns besonders wichtig sind und vermutlich auch Ihnen. Erstens, der Verlust der Selbstbestimmung. Wir haben im eigenen Land so gut wie nichts mehr zu reden, geschweige denn zu entscheiden. Auch unser Parlament nicht. Vor allem nicht in den wirklich wichtigen Bereichen und Weichenstellungen. Bei fast jedem größeren Gesetz oder Beschluss muss vorher überlegt werden, ob diese oder jene für sinnvoll erachtete Maßnahme mit EU-Recht, insbesondere dem EU-Primärrecht, also den umfangreichen EU-Verträgen, vereinbar ist. Wenn nicht, muss sie gleich verworfen werden. Oder wird später vom Europäischen Gerichtshof, EuGH, untersagt. So ist die Lage. Und selbst dann, wenn eine nationale Ratifizierung von EU-Verträgen überhaupt vorgesehen ist, in den meisten Fällen ist sie das nicht, wird massiver internationaler Druck auf die Mitgliedsregierungen und Parlamente ausgeübt. Das haben wir zum Beispiel beim Beschluss des EU-Freihandelsabkommens mit Kanada und damit indirekt den USA, weil alle amerikanischen Konzerne haben Niederlassungen in Kanada, dem CETA-Abkommen erlebt. Nur ein Teil dieses weitreichenden Handelsvertrages durfte national ratifiziert werden, nämlich der Teil, der die Installierung von internationalen Schiedsgerichten betrifft, mit denen eine Paralleljustiz zu den nationalen Rechtsordnungen entsteht, bei der die Interessen der multinationalen Konzerne, Stichwort Investitionen, über allen anderen Rechten stehen. Es gibt vor kurzem eine EU-Richtlinie, das konnte ich nur noch nicht näher recherchieren, es ist mir vor kurzem von jemandem, der sehr gut informiert ist, berichtet worden, die auch EU-Kritik als solche verbieten will. Ja, also auch das ist schon im Gange. Ja? Das muss ich noch näher verifizieren und werde dann in der nächsten Ausgabe darüber berichten, unserer Zeitschrift. Also es geht in Richtung Diktatur. Zweitens, die direkte Demokratie ist schon überhaupt unvereinbar mit EU-Recht. Aus dem Verlust der nationalen Souveränität wird klar, dass eine echte direkte Demokratie nach Schweizer Muster, so heißt das bei uns, in einem EU-Staat nicht verwirklicht werden kann. Wenn schon den nationalen Parlamenten nur mehr der sehr geringe Spielraum des EU-Rechts freien Raumes verbleibt, hat das Volk schon gar keine Chance mehr, irgendwelche nennenswerten Rechte wahrzunehmen. Deshalb sind auch alle bisherigen Versuche auf Einführung der direkten Demokratie sowohl seitens der Bürgerinitiativen wie von uns und anderen, als auch seitens der FPÖ immerhin, die sich zumindest vor der Nationalratswahl 2017 dafür stark machte, nach deren Eintritt in eine Regierung unter Bundeskanzler Kurz, der massiv EU-hörig ist, eben dann nicht mehr gescheitert. Die direkte Demokratie
wird erst bei gleichzeitiger Verwirklichung des EU-Austritts eine Chance haben. Auch aus den EU-Freihandelsabkommen, ob mit Kanada, USA oder Japan, Singapur, Indien, Südamerika und so weiter, die inzwischen alle hinter dem Rücken der Völker abgeschlossen wurden, können wir nur durch einen Austritt aus der EU wieder entkommen. Dann gelten sie für uns nicht mehr, weil sie sind ja EU-Verträge. Drittens, Verlust der Neutralität. Österreich hat sich 1955 völkerrechtlich zur immerwährenden Neutralität ausdrücklich, immerwährenden Neutralität verpflichtet. Aufgrund der staatstragenden Bedeutung der Neutralität wurde der österreichische Nationalfeiertag auf den Tag festgelegt, an dem das Neutralitätsgesetz beschlossen wurde, nämlich auf den 26. Oktober, haben wir vor kurzem gefeiert. In diesem Gesetz, das im Verfassungsrahmen steht, heißt es wörtlich: Österreich wird in aller Zukunft keinem Militärbündnis beitreten und keine Stationierung fremder Truppen auf seinem Gebiet zulassen. Die EU ist aber eng mit dem Militärbündnis der NATO verzahnt. 22 der noch 28 EU-Mitgliedstaaten sind gleichzeitig NATO-Mitglieder und vor allem alle Großen. Deshalb wird die EU häufig, vollkommen zu Recht, auch als politischer Arm der NATO bezeichnet. Die NATO ist bekanntlich längst von einem Verteidigungs- zu einem Angriffsbündnis geworden und beansprucht das völkerrechtlich verbotene Recht zum Kriege, jus bellum, in der ganzen Welt für sich. Deshalb ist die sogenannte NATO-Partnerschaft für den Frieden, bei der Österreich bereits seit Jahren Mitglied ist, so eine Farce. Parallel zur NATO treibt die EU den Aufbau einer eigenständigen EU-Armee voran, unter gemeinsamem Kommando, mit gemeinsamer logistischer und militärischer Infrastruktur. Aufrüstungsverpflichtung, permanente Aufrüstungsverpflichtung. Wenn man sich vor Augen hält, wie nicht nur verbal aggressiv die Politik der EU gegenüber Russland bereits jetzt ist, kann man erahnen, welche Gefahren für den Frieden da heraufbeschworen werden. Und wir wissen, worüber wir hier reden. Österreich hat 1945 den Einmarsch der Roten Armee erlebt. Und große Teile Ostösterreichs waren danach 10 Jahre von den Russen besetzt, die anderen Teile Österreichs von den Westalliierten. Einen Wirtschaftskrieg gegen die Russische Föderation führt die EU bereits seit Jahren. Nichts anderes sind die Sanktionen gegen Russland, die völkerrechtlich nicht gerechtfertigt sind. Der Anschluss der Krim an die Russische Föderation war nämlich keine Annexion Russlands, sondern eine zulässige Sezession von der Ukraine, die durch eine Volksabstimmung mit eindeutigem Ergebnis legitimiert wurde. Um zum Begriff Besatzung noch eine bemerkenswerte Feststellung aus berufenem Mund, nämlich des früheren parteifreien Justizministers Österreichs, Universitätsprofessor Dr. Hans-Richard Kaczatski, einem der besten Kenner der österreichischen Bundesverfassung, die er auch unterrichtete. Dieser Professor Kaczatski hat die Besatzungszeit von 1945 bis 1955 als junger Mann noch erlebt. Er starb vor einigen Jahren im Alter von 96 Jahren und erklärte im Rahmen einer öffentlichen Enquete im österreichischen Parlament, dass er sich, Zitat, selbst in der Besatzungszeit nicht so unfrei gefühlt habe wie jetzt in der EU. Also das muss man sich vorstellen, ja. Neutralität kann nur gelebt werden durch eine eigenständige Außenpolitik mit einer auch militärischen Landesverteidigung. Entscheidungs- und Kommandohoheit der nationalen, also man müsste sagen, mit einer auch militärischen Landesverteidigung und der Entscheidungs- und Kommandohoheit der nationalen Zuständigen. Beides jedoch ist in einem Staat, der Mitglied der EU ist, nicht möglich,
oder einem Staat, der auf schleichende Weise unter einem schön färberischen Titel in diese hineingemogelt wird. Ich glaube, oder hineingemogelt werden soll. Ich glaube, in der Lage sind Sie gerade. Die Außenpolitik wird von entsprechenden Beauftragten, so heißt er offiziell, der EU-Kommission im Namen aller EU-Staaten vollzogen. Da kann ein einzelner Staat nicht ausscheren. Die Schweiz würde also ihre Neutralität auch verlieren. Deshalb war im Falle Österreichs bereits der Beitritt zur EU ein klarer Bruch der Neutralität, was jedoch bis heute der Bevölkerung von der politischen und medialen Klasse nicht mitgeteilt wurde. Vielen ist das gar nicht bewusst. Viertens, EU als Motor der Massenzuwanderung. Seit Jahren schmieden EU-Kommission, der Rat der Staats- und Regierungschefs der EU sowie das EU-Parlament zahlreiche Abkommen, Verträge, Pakte und so weiter mit dem Ziel der Erleichterung und Förderung der Masseneinwanderung aus nicht-europäischen Kontinenten. Der Herbst und Winter 2015 mit dem diesbezüglich größten Ansturm war keine Ausnahme. Das Programm des Bevölkerungsaustausches lief sowohl bereits durch Jahre vorher als auch nach 2015 weiter. Vor allem durch die UNO und die EU. Meist dringt davon wenig an die Öffentlichkeit. Dies wird aber anhand von penibel recherchierten Fakten, Zahlen und Daten ausschließlich aus offiziellen Quellen im Sachbuch Bevölkerungsaustausch in Europa des österreichischen Bundesheeroffiziers Hermann Mitterer aufgezeigt und untermauert. Er verweist dabei auch ausführlich auf die geistige Grundlage dieses EU-Programms, das auf Richard Kuddenhofe-Kalergi, einen österreichischen Diplomaten, zurückgeht. Das Buch Bevölkerungsaustausch in Europa wird übrigens ganz im Detail geschildert von dem Autor Hermann Mitterer selbst in der DVD, die da hinten aufliegt. Ja, die können Sie dann, wenn Sie möchten, gerne mitnehmen. Wir haben eine Veranstaltung mit ihm gemacht und die haben wir dann, so wie Sie heute hier, aufgenommen. Ja. Graf Richard Nikolaus Kuddenhofe-Kalergi war der Gründer der Paneuropa-Union und wird als Vordenker und Wegbereiter der Europäischen Union angesehen. Bereits vor 100 Jahren wollte er das Gesicht Europas für immer verändern. Vor 100 Jahren, ja, in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sein Programm sah eine nie dagewesene Einwanderung nach Europa vor, um Europa lenkbar zu machen. 1925 schrieb er in seinem Buch Praktischer Idealismus Folgendes, das ist jetzt zitiert aus dem Original: Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. Im selben Buch freute sich Kuddenhofe-Kalergi über die Charaktereigenschaften der Mischlinge, da diese vielfach mit gewissen Eigenschaften behaftet wären, welche sie für die Zwecke des künftigen Europas besonders qualifizierten, nach Meinung von Kuddenhofe-Kalergi, nämlich Charakterlosigkeit, Hemmungslosigkeit, Willensschwäche, Unbeständigkeit, Pietätlosigkeit und Treulosigkeit. Buch Praktischer Idealismus 1925, Paneuropa Verlag, Wien, Leipzig. Durch seine Kontakte zur Hochfinanz konnte er bald Medien und Staatsmänner zu seinen Verbündeten zählen. Kuddenhofe-Kalergi starb 1972. Sein Andenken wird aufrechterhalten und seine Nichte, die langjährige ORF-Journalistin Barbara Kuddenhofe-Kalergi,
meldete sich bereits Anfang 2015 prophetisch zu Wort mit folgendem Satz: Der Bevölkerungsaustausch in Europa sei unumkehrbar, wie sie am 7. Jänner 2015 in der Tageszeitung Standard festhielt. Und, Zitat Fortsetzung, Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder nicht. Wir leben in einer Ära der Völkerwanderung. Sie hat eben erst begonnen und sie wird mit Sicherheit noch lange nicht zu Ende sein. Kuhnhofer-Kalergi war ja lange Jahre Präsident der Pan-Europa-Union, die er selbst ja gegründet hat. Ja. Sein langjähriger Nachfolger war zuerst Otto von Habsburg, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers Karl, inzwischen auch schon langjähriger Nachfolger als Präsident von Otto von Habsburg, war dessen ältester Sohn bis heute, oder ist dessen ältester Sohn, Karl Habsburg. Nur damit man ein bisschen die Zusammenhänge sieht, die hier laufen. Ja. Allein im Vorjahr 2018 wurden der UNO-Migrationspakt, der UNO-Flüchtlingspakt und die EU-Afrika-Deklaration von Marrakesch beschlossen. Drei weitreichende Zuwanderungsabkommen. Österreich hat sich beim Migrationspakt zumindest der Stimme enthalten. Parallel dazu beschlossenen Flüchtlingspakt aber, über den man in der Öffentlichkeit gar nichts hörte, zugestimmt, obwohl der ganz ähnliche Bestimmungen enthält wie der UNO-Migrationspakt und auch der EU-Afrika-Deklaration. Nur Ungarn als einziger EU-Staat hat alle diese Abkommen abgelehnt. Am 26. März 2019 hat das EU-Parlament mit großer Mehrheit eine Entschließung zu den Grundrechten von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa verabschiedet. Diese läuft zwischen den Zeilen auf eine Bevorzugung von Afrikanern, zum Beispiel beim Wohnen und bei den Arbeitsplätzen hinaus. Fünftens, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Die EU als Großreich wird von den Großkonzernen mit ihren Lobbyistenheeren beherrscht. Gesetze, Richtlinien und Verordnungen der zentralistisch verwalteten und gesteuerten EU tragen fast immer die Handschrift der Großkonzerne. Auf der Strecke dabei bleiben nicht zufällig die Bauern sowie die Klein- und Mittelbetriebe. Diese wären nämlich das Rückgrat einer gesunden Volkswirtschaft. Und das ist ja gar nicht gewünscht. Das Kapital soll ja von den Händen vieler in wenige Hände transferiert werden. Folgerichtig stagnieren seit dem EU-Beitritt in Österreich die Löhne und Einkommen. Aber die Aktienkurse haben sich vervielfältigt. Das Bauernsterben hat sich dramatisch verstärkt. Die Preise sind entgegen allen Versprechungen vor dem EU-Beitritt massiv gestiegen. Dabei hat es geheißen, alles wird billiger werden. Die Kaufkraft ist also gesunken. Stagnierende Löhne, steigende Preise, sinkt die Kaufkraft. Das ist vor allem auch eine Folge des Euro und der Politik der EZB, der Europäischen Zentralbank, mit den Zinssenkungen für Ersparnisse bis hin zu Negativzinsen, die einer Enteignung gleichkommen. Mit der Übernahme von Haftungen und Staatsschulden anderer EU-Staaten durch die noch produktiveren bricht die EU ihre eigenen Verträge. Die hohe Verschuldung, insbesondere der Südstaaten, wird dadurch verstärkt, dass sie keine Möglichkeit mehr zum Abwerten ihrer Währungen haben, wie vor der Einführung des Euro. Neuntens, Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Die beherrschende Position der multinationalen Großkonzerne hat natürlich gravierende Folgen auch für diesen Bereich. Durch die offenen Grenzen und den ungezügelten Freihandel mit Billiglohnländern ist das Transport- und Verkehrsaufkommen quer durch Europa dramatisch gestiegen und werden sozial- und umweltverträgliche Produktionsweisen vom Markt verdrängt. Die Massentierhaltung wird bevorzugt
und Lebendtiertransporte über riesige Entfernungen haben massiv zugenommen. Deshalb ist es uns als Umweltinitiative, als Langjährige, völlig unverständlich, dass gerade die grünen Parteien in Europa so, also kopflos, bedingungslos für die EU sind. Ja, und da kann man sich dann ausrechnen, was die kommende, möglicherweise wahrscheinlich kommende neue österreichische Bundesregierung aus Türkis und Grün für Folgen haben wird. Zur Veranschaulichung der Punkte 9 und 10, habe ich kurz besprochen, zitiere ich jetzt aus einem zufällig gefundenen Posting im Internet. Das ist nämlich so auf den Punkt gebracht, ja. Also ich zitiere das jetzt, ja. Soziale Sicherheit für Arbeiter und Arme funktioniert nicht mehr, wenn man die Grenzen offen lässt und nicht mehr genug Arbeit für einheimische Arme übrig ist. Übersetzt, überspitzt ausgedrückt, jeder hat seinen billigen Hausafghanen. Sozial geht eben nur national, und zwar weltweit, überall national. Keiner will verstehen, dass das Wichtigste sein muss, dass hier wieder Arbeitsplätze entstehen, dass man also Mittel- und Kleinbetriebsgründungen durchführen muss und der gesamte Grundbedarf an Nahrungsmitteln und Kleider, Schuhen und Stoffen wieder hier hergestellt werden muss. Unter Zollschutz. Die Konzerne bringen keine Arbeitsplätze. Die Globalindustrie bestimmt, was Wirtschaft ist. Und das heißt Lohndumping. Und eine Fabrik in Südkorea beliefert die ganze Welt. Statt dass die Politiker sagen, oh nein, keine fremde Billigeinheitsware und kein Umweltdreck, sondern Qualität und Produktvielfalt. Gute Wirtschaft ist, wenn hier die Arbeitsplätze sind. Und eine gesunde Umwelt ist dann, wenn es keine internationalen Transporte gibt. Mit passenden Zoll- und Steuergesetzen wäre das bald realisiert. Man muss es nur wollen. Zusammenfassung des EU-Österreich-Teils. Für Tieferblickende ist es an allen Enden und Ecken zu sehen und zu spüren, was die Triebfeder der ganzen EU-Konstruktion darstellt. Nämlich die Auflösung der geschichtlich gewachsenen Nationalstaaten und Kulturen und deren Aufgehen in einen Superstaat, in dem Vielfalt und Demokratie auf der Strecke bleiben sollen. Das dient der uneingeschränkten Machtausübung durch wenige, denn hinter der Globalisierung ist gleich neue Weltordnung liegendem Ziel. Mit der EU ist man diesem einen großen Schritt näher. Und jetzt möchte ich einen kurzen Exkurs einschieben, das heißt, ganz so kurz ist er eh nicht, ja, bevor wir dann zu den Schlusskapiteln kommen. Sie haben mich ja nämlich gebeten, ja, auch eine Einschätzung der aktuellen innenpolitischen Situation Österreichs abzugeben und insbesondere zum Fall Strache Stellung zu nehmen. Die Turbulenzen um das sogenannte Ibiza-Video waren und sind noch immer auf jeden Fall eine der größten Erschütterungen in der neueren österreichischen Politik insgesamt und werden noch lange nachwirken. Sie haben unter anderem zu einer deutlich gesunkenen Wahlbeteiligung bei allen Wahlen seither geführt. Der Nationalratswahl vom September und den Landtagswahlen in Vorarlberg im Oktober und der Steiermark vor wenigen Tagen. Es ist jetzt für mich etwas schwierig abzuschätzen, wie viel oder wenig Sie darüber hier in der Schweiz überhaupt erfahren haben. Ja, wenig. Sehr wenig. Alles, was ich dazu in den nächsten Minuten sagen werde, stellt den Sachverhalt dar, wie er sich für um Objektivität bemühte, politisch Interessierte mehr als ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung dieses Videos aufgrund zunehmend auch bekannt gewordener Ergebnisse von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft darstellt. Also diese ganze Geschichte ist derartig in den Medien seit Monaten, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, es ist das dominierende Thema. Es geht darum, dass 10 Tage vor der EU-Parlamentswahl, kein Zufall der Zeitpunkt, ein Video veröffentlicht wurde, das tagelang, inzwischen bereits monatelang, die gesamte Medienberichterstattung und seither auch alle Wahlen beherrschte. In diesem Video sieht man,
wie der Obmann der FPÖ, der Freiheitlichen Partei, Strache eben, in legerer Kleidung, in offenbar angeheitertem Zustand, über unter anderem den möglichen Kauf der Kronenzeitung, das ist die auflagenstärkste Tageszeitung Österreichs, spekuliert, sowie welche Großunternehmer ÖVP und FPÖ finanzieren würden und wie man deren Spenden am Rechnungshof vorbeischleusen könnte und dass auch private Firmen im Zusammenwirken mit staatlichen Stellen an der Verwertung der österreichischen Wasserreserven mitwirken könnten. Dies alles gedeckt durch bestehende österreichische Gesetze. Die gezeigten 7 Minuten sind nur ein völlig aus dem Zusammenhang gerissener Ausschnitt aus einer insgesamt 7-stündigen Aufnahme eines ganzen Tages aus angeblich 20 Kameras. Also das ganze Haus war total verwanzt. Ja. Die Kronenzeitung wurde übrigens inzwischen gekauft, tatsächlich gekauft, und zwar von einem guten Freund von Sebastian Kurz, dem Obmann der ÖVP, nämlich dem Oligarchen René Benko. Aber das stört niemanden. Fest steht jedenfalls, dass mit der Veröffentlichung von geheimen, gegen jeglichen Datenschutz verstoßenden, eindeutigen illegalen Videoaufnahmen eines Gespräches, das im privaten Rahmen im Urlaub zweier FPÖ-Politiker stattfand, in 2 deutschen Massenmedien und anschließend fast in der gesamten Weltpresse eine Regierung gesprengt wurde, die dank der Beteiligung der FPÖ zumindest einiges zur Eindämmung der Masseneinwanderung und zur Förderung der Familien unternommen hat. Die Urheber bzw. Drahtzieher oder Auftraggeber, wie immer man die jetzt bezeichnen möchte, dieser von langer Hand unter hohem Aufwand inszenierten Videofalle unter Verwendung einer schönen, als Lockvogel eingesetzten, angeblichen russischen Oligarchenfrau liegen noch immer, zumindest offiziell, im Dunkeln und werden möglicherweise nie ans Licht kommen. Man spricht von Geheimdiensten. Die unmittelbar Ausführenden zeichnen sich aber nach und nach, wohl nicht zufällig erst nach den entscheidenden Wahlgängen, als Schwerkriminelle ab, die gegen zahlreiche Gesetze verstoßen haben und zum Teil aufgrund sehr schleppender Tätigkeit der Staatsanwaltschaft erst jetzt in Untersuchungshaft sind. Heinz-Christian Strache war der nach Wahlergebnissen gemessen erfolgreichste Politiker des sogenannten patriotischen Lagers in ganz Europa. Als Ergebnis der Nationalratswahl vom Oktober 2017 konnte er vor 2 Jahren die FPÖ in eine Regierungsbeteiligung mit der ÖVP führen, in der er Vizekanzler der Republik Österreich wurde. Ich habe Ihnen ja vorher erläutert, wie entscheidend bei uns das ist, wer in der Regierung vertreten ist. Die FPÖ war bei dieser Wahl mit rund 26% der Wählerstimmen nur hauchdünn hinter der SPÖ, die Österreich lange beherrscht haben, mit rund 27% und nicht allzu weit weg von der ÖVP mit Kurz, welcher rund 31% erzielte. Nicht zuletzt aufgrund eines industriegesponserten Wahlbudgets, das weit über dem gesetzlich Erlaubten war. Das Ibiza-Video, das in den österreichischen Massenmedien seit Monaten zwecks politischer Vernichtung von Strache wöchentlich rauf und runter gespielt wird, entstand zu einem Zeitpunkt, als Strache noch keine Staatsfunktion hatte, nämlich im Sommer 2017, 2 Monate vor der damaligen Nationalratswahl, und wurde erst 2 Jahre später, nämlich vor der Europawahl, unter sehr dubiosen Umständen, eine Woche vor den EU-Wahlen, als politische Bombe gezündet. Die Stoßrichtung dieser Bombe ist allerdings nicht nur Strache, sondern die seither im Sinkflug begriffene FPÖ insgesamt und auch alle Basisbewegungen, egal in welchem Land, die für die Bewahrung der Identität und Überlebensfähigkeit ihres Volkes eintreten. Und das ist auch die Antwort auf die Frage cui bono. Wem hat diese ganze Inszenierung eigentlich genützt? Und da muss man jetzt etwas sagen, das vielleicht nicht jeder versteht.
diese ganze Sache und dieses riesige Medienecho, wo ja wirklich in gehässigster Weise über Strache hergezogen wurde, ja, hat vielen Österreichern die Augen über etwas geöffnet, was ihnen bisher weitgehend verborgen war, nämlich über den sogenannten tiefen Staat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit diesem Begriff überhaupt etwas anfängt, ich vermute doch einige. Ja. Und das ist auch für uns, die wir bisher doch schon einiges wissen politisch, ja, ist das auch irgendwie ein Quantensprung gewesen. Ja. Wenn so etwas möglich ist, mit allen einzelnen Facetten, ja, dann muss da schon sehr viel dran sein, an diesem sogenannten tiefen Staat. Ja, wer da aller eingeweiht war in diese Geschichte, ja, und über welche anderen Politiker vielleicht ähnliche Bomben im Keller lagern, die gezündet werden, wenn die unbequem werden in gewissen Kreisen, ja, das fragen sich jetzt viele in Österreich. Und das hat schon jetzt zu einer großen Verunsicherung der Politik insgesamt geführt. Also nicht der Politik, sondern der Bürger in die Politik geführt. Ja, vielleicht ist das das einzige Gute dran. Wissen Sie, dass jetzt viele aufgewacht sind. Also dass da doch Bereiche existieren, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Als normaler Bürger. Angesichts dieser Lage wird es in Zukunft wichtiger denn je, dass alle patriotischen Kräfte, denen es im weitesten Sinn um Heimat und Umwelt, um Volk und Vaterland geht, in eigenständigen Initiativen und vielleicht auch in Zusammenarbeit untereinander, womöglich quer durch die parteipolitischen Lager, dafür eintreten, das eben doch zu erhalten. Es ist eine wirkliche Bedrohungslage jetzt eingetreten. Es ist unser Land und unsere Verantwortung, seiner Zerstörung nicht tatenlos zuzusehen, auch wenn wir dabei von oben bekämpft und ins Unrecht gesetzt werden. Das sieht man auch an der sich täglich steigernden Dämonisierung des Brexit. Und da komme ich jetzt zu diesem Thema, bevor wir dann ganz fertig sind. Dazu muss man Folgendes sagen aus unserer Sicht, man, da wäre viel dazu zu sagen, aber zumindest einiges. Man sieht an der Entwicklung seit dem Referendum vor ja jetzt schon über 3 Jahren in Großbritannien, dass es auch dort so ist wie bei uns, nämlich dass Parlament und Regierung nicht das tun, was das Volk will. Das Abstimmungsergebnis war eindeutig. Es haben mehr als 1,7 Millionen Briten mehr für den EU, gegen die EU-Mitgliedschaft gestimmt, als dafür waren. Das heißt, es ist ein klarer Handlungsauftrag an die Regierenden. Und was sie daraus machen, das haben sie eh erlebt jetzt ja tagtäglich. Bei uns ist das ein Riesenthema in den Medien auch, die ganzen Jahre jetzt gewesen. Und das wird dazu bemüht, den Menschen jetzt Angst zu machen vor einem Austritt aus der EU. Es wird bei uns in den Medien so hingestellt, als würde in England die Katastrophe ausbrechen, eine Art Weltuntergang, wenn England den sogenannten harter Brexit machen würde. Nämlich eben einen wirklichen EU-Austritt, wie das Volk ihn will. Kein Binnenmarkt mehr, das ist ja das Herzstück eigentlich der Europäischen Union, wirtschaftlich gesehen. Und auch nicht diese Massenzuwanderung, die sie jetzt haben als EU-Mitglied. Also das wird als harter Brexit bezeichnet. Das ist natürlich eine sehr unfreundliche Formulierung. Und das wird dazu benutzt, eben eine Dämonisierung, ja, dieses Austritts aus der EU zu bewirken, was eben leider auch weitgehend funktioniert. Ja. Gemacht wird das natürlich deshalb, das muss uns klar sein, weil die EU eine Heidenangst hat vor der Beispielswirkung dieses Brexit-Referendums. Ja. Sie müssen ja alles tun, ihrem Selbstverständnis nach, dass dieses Beispiel ja nicht Schule macht und sich die anderen EU-Mitgliedsländer nicht auch trauen, einen Austritt herbeizuführen, wie zum Beispiel wir in Österreich. Ja. Deshalb wird das so hingestellt und so heruntergemacht und wird da so ein Angstszenario heraufbeschworen, das völlig realitätsfremd ist. Aber es hat Auswirkungen auf die Stimmungslage, auch in Österreich. Ja. Also es ist so, dass die Meinungsumfragen zur Zeit des EU-Austrittsvolksbegehrens waren wir schon bei ungefähr halbe, fast ja, in der Bevölkerung. Und jetzt sind es angeblich nur mehr 10% der Österreicher, die den Austritt aus der EU wollen. Jetzt müssen Sie bedenken, binnen 4 Jahren. Ja.
meine, das wird sich auch wieder ändern, da ist immer so ein bisschen auf oder ab, ja. Man wird ja sehen, wie das jetzt wirklich ausgeht mit dem Brexit. Jetzt muss man erst einmal die Wahlen abwarten, die am 12. Dezember sind, und dann wird man sehen, ja. Also, ob ein echter Brexit stattfinden wird oder der sogenannte Deal mit der EU, der eigentlich kein wirklicher Brexit ist, das werden jetzt die nächsten Monate zeigen, ja. Es kann auch sein, dass es zu einer neuerlichen Abstimmung kommt. Das ist ja ein probates Mittel, das die EU schon mehrfach eingesetzt hat, so lange abstimmen zu lassen, bis ja das Ergebnis passt. Siehe Irland, siehe Frankreich und Holland, die ja die EU-Verfassung in einer Volksabstimmung niedergestimmt haben. Was hat die EU gemacht? Sie hat die EU-Verfassung einfach in Lissabon-Vertrag umbenannt und dann musste darüber nicht mehr abgestimmt werden. Sie haben da ihre Tricks. Gut, dann darf ich zum Schlussappell kommen. Aus all dem Gesagten geht hervor, hoffe ich zumindest, wie wichtig für die Wiedergewinnung der Freiheit aller derzeitigen EU-Staaten es ist, dass das letzte Bollwerk, die noch freie und direkt demokratische neutrale Schweiz, auch wirklich EU-frei bleibt und nicht den Schalmeintönen des sogenannten Rahmenvertrags zum Opfer fällt. Das wünsche ich Ihnen und allen freiheitsliebenden Europäern von Herzen. Bleiben Sie stark und weiterhin das Vorbildland Europas, an dem sich alle anderen aufrichten können. Danke.